Servus Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Syrakus und wir spielen Before We Leave. Ja, in der letzten Folge haben wir ja mit dem Tutorial angefangen. Das wollen wir heute auch erstmal noch weiterspielen. Mal sehen, ob wir das Ende erreichen. Und haben in der letzten Folge damit aufgehört, dass wir unser Schiff endlich repariert haben und es zu Wasser gelassen haben und jetzt auf große Entdeckertour gehen. Da wollen wir auch direkt mal mit weitermachen. Wir lassen das Spiel einfach mal auf höchster Geschwindigkeit dann weiterlaufen. Ihr müsst jetzt mit linke Maustaste also unserem Schiff hier Segel setzen lassen. Aber wir lassen mal vielleicht ein bisschen ruhiger angehen. Ihr könnt auch mitten rein ins Nirgendwo klicken. Und ihr seht, werdet dann halt so kleine Kachelfelder entdecken, auf denen man theoretisch Dinge bebauen kann. Aber wir wollen natürlich erstmal größere Inseln finden. Natürlich auch sehr laut dieses Klingelgeräusch, wenn wir Segel setzen. Was ist das hier? Unsere erste Insel scheint aber weit weg zu sein. Das in meinem ersten Tutorial, da habe ich tatsächlich gar nicht so lange gesucht. Bin schon auf Land gestoßen. Hier sind nur Trümmerteile, Schiffswracks. Was ist das? Ah, hier ist doch eine Insel. Aber scheinbar eine Polarinsel. Gehen wir mal in die Richtung weiter. Da! Da haben wir eine Insel. Reisen wir mal hier wieder direkt zurück. Okay. Wir haben eine Insel gefunden. Scheinbar ist das allerdings so eine Wüsteninsel. Aber hier sollen wir jetzt tatsächlich auch unsere erste Kolonie errichten. So, dementsprechend können wir jetzt hier besiedeln sagen. Machen wir das mal so. Und jetzt wurde hier ein Hafen errichtet. So. Jetzt wird das nächstes erstmal diese Insel ausgebaut und dann erklärt, wie Transporte funktionieren. Das können wir mal gerade hier auf Schnelle machen. Um ein neues Dorf zu gründen, müssen wir nichts anderes machen, als einfach nur ein Haus bauen. Das machen wir mal hier. Ziehen wir mal eine Straße. Einfach mal hier ins Nirgendwo. Jetzt sollen wir eine Entdeckerhütte und eine Bibliothek bauen. Das ist erstmal unabdingbar. Das setzen wir mal einmal hier hin. Und die Entdeckerhütte hier hin. Jetzt kommen unsere ersten Siedler, die mitgereist sind und bauen sich hier eine Hütte. Und anschließend die beiden Gebäude, die wir benötigen. Und auf unserer Hauptinsel können wir in der Zwischenzeit den Transport entdecken. So. Das ist hier. Das funktioniert aber nur mit roter Forschung. Okay. Woher jetzt rote Forschung? Auf unserer Hauptinsel ist im Moment nur grüne Forschung. Aber ihr habt vielleicht schon eben beim Ansegeln gesehen, hier sind rote Forschungskristalle. Die werden wir jetzt hier nämlich abbauen müssen. Und danach müssen wir... Ach so, genau, auch auf der neuen Insel halt den Transport erstmal entdecken. So. Die sind erstmal hier unterwegs und holen rote Technik ab, aus der dann rote Forschung wird. Und sobald wir dann 20 rote Forschung haben, können wir hier den Transport entwickeln. Da laufen übrigens irgendwelche Rattenviecher rum. Was soll das sein?
Für mich sehen das aus wie. Oder Katzen? Sind das Katzen? Sind das Ratten? Nein. So, wir haben auf jeden Fall genug Forschung. Transport wird jetzt erforscht. Unsere Siedler haben am Anfang natürlich auch so einen Schwung an Nahrungsmitteln und Wasser erstmal bekommen, da sie hier nichts produzieren und auch nicht über diesen Bunker verfügen, über den sie Nahrung und Wasser in geringer Menge produzieren können. Nicht genügend Arbeiter. Würde schneller gehen mit mehr Arbeitern. Okay. Zwischenzeit schauen wir einfach mal hier wieder vorbei. Hier scheint alles gut zu laufen. Also alle Werte steigen. Wir brauchen uns wirklich keine Gedanken machen derzeit. Ich glaube, unsere Lager sind auch zum ersten voll. Die Produktionskette läuft. Wir haben genügend Materialien von allem. Da ist es soweit. So, jetzt kommt der nächste große Part in dem Spiel, den man braucht, um seine Inseln vernünftig so versorgen zu können. Und dazu müssen wir erstmal eine Werft und einen Hafen bauen, und zwar hier auf unserer Hauptinsel. Und das machen wir jetzt mal hier an der Ecke. Dafür hatten wir extra hier schon Platz gelassen. So, Werft, Hafen. Einmal die Werft und einmal den Hafen. Materialien sind hier jetzt ja keine Mangelware derzeit. Das geht ruckzuck. Ist der Hafen bereits fertig? So, jetzt können wir hier ein Handelsschiff bauen. Ja, ihr seht, was wir hier bislang haben. So Erkundungsschiff, Kolonialschiff oder Handelsschiff. Das benötigen wir erstmal. So, Zeit weiterlaufen lassen. Brauchen 20 Bürger mehr als das Schiff an Besatzung braucht. Es braucht zwei, also brauchen wir hier 22 Bürger, um überhaupt ein Schiff bauen zu können. Aber das ist ja dann schon meist der eh der Fall. So, das Schiff seht ihr hier auch jetzt richtig zusammengebaut. Also baut sich halt so langsam hoch, Pixel für Pixel. Benötigen wir schon mal ein wenig Strom. Und da ist es auch schon fertig. Wunderbar. Die Bowie. Die wurde gebaut und kann jetzt Ressourcen verschiffen. Zwei Möglichkeiten, wie man das kann: manuell oder mit Transportrouten. Die Sachen sollen jetzt erstmal sagen, dass es manuell Kartoffeln verschifft. Zuerst willst du ein neu gebautes Handelsschiff, bewegst es zum Hafen auf deiner ersten Insel. Jetzt sind wir die Zeit jetzt wieder auch ein bisschen langsamer. Also muss es hier hin. So. Wähle nun dein Handelsschiff aus im Fenster Hafenressourcen. Das seht ihr hier. Sehen wir jetzt Auswahl verschiedener Ressourcen. Daraus sollen wir Kartoffeln wählen, die auch 20 mit dem Regler einstellen und zum Transferieren sagen. So, transferieren. Jetzt kommen die Leute und bringen die Schiffsfracht an Bord. Jetzt haben wir hier 11 Kartoffeln. Okay. An Bord. Das sind schon keine Kartoffeln mehr hier. Das haben wir genug Kartoffeln überhaupt gerade derzeit im Besitz?
19. Ja, da werden gerade neue Kartoffeln geerntet. Sehr schön. Okay, wir haben genug. Jetzt können wir das einfach zur neuen Insel bewegen. Die ist ja hier. Und dann lassen wir die Zeit auch schon wieder laufen. Wunderbar. Jetzt können wir natürlich wieder diese Kartoffeln auswählen. Die sämtlichen Kartoffeln auswählen, 20 Stück, und transferieren sagen. Und zack, schon sind sie dort. Wir können aber, um das Ganze einfacher zu gestalten, Transportrouten auch errichten. Das funktioniert wie folgt. Hier gibt es jetzt eine neue Option in der Bauleiste, Transportmodus. Dann gehen wir so in eine Weltansicht, können dann Transport verwalten sagen und Ressourcen auswählen, beispielsweise hier Werkzeuge. Und nun erstellen wir eine Transportroute. Wir wählen also den Kreis aus und ziehen eine Route von meinem ersten Hafen zum zweiten. Also von Insel Hafen 1 zu Insel 2 Hafen 1. Und in diese Richtung sollen jetzt Schiffe Ressourcen bringen, und zwar Werkzeuge, hatten wir gesagt. Jetzt öffnen wir das Ladelistenfenster, das ist hier, und können jetzt verwalten. Wählen die Bowie aus. Ja, das ist ein bisschen ungünstig hier immer irgendwie geregelt. Und das war's dann auch schon. Und jetzt segelt das Schiff von A nach B und transportiert Werkzeuge vom Hauptinsel zur Nebeninsel. So, ihr seht's hier, das macht er gerade schon. Derzeit 6 Werkzeuge gelagert. Bringt es hier jetzt rüber. Und das macht es immer so lange, dass 20 Werkzeuge hier in der Haupt auf der Insel, wo es hin soll, Minimum sein sollen. Das heißt, der segelt die ganze Zeit hin und her. Und sobald er erkennt, auf der zweiten Insel sind jetzt unter 20 Werkzeuge, bringt er wieder neue Werkzeuge hin. Wir können diese Zahl auch anders einstellen. Aber am Anfang jetzt in diesem Tutorial sollen wir es darauf belassen. So, die neue Insel hat nur 5 Siedler, das reicht vorne und hinten nicht. Du kannst deine Bevölkerung vergrößern, indem du eine Schule errichtest und dann einige leere Hütten baust. Du musst aber zu deiner ursprünglichen Insel zurückkehren, um die Schule zu erforschen, wenn du das noch nicht getan hast, denn dort wird nur grüne Forschung betrieben. So, also wir reisen erstmal wieder hierhin. Wir sagen jetzt, dass wir bitte die Schulen erforschen sollen. Sobald das erledigt ist, können wir hier dann auch Schulen errichten. Zeit darf natürlich weiterlaufen. So. Wir suchen uns schon mal ein schönes Plätzchen aus, wo wir nachher unsere Hütten und unsere Schulen errichten. Das kann mal hier weggemacht werden. Das auch. Ich möchte mal, dass hier eine Straße für, dass wir eine Holzfällerhütte hier haben. Und das haben, jetzt haben wir nämlich Platz, um hier weitere Hütten und die Schule zu bauen. Die Schule braucht auch 2 Plätze. Bauen wir jetzt mal hier hin. Dann bauen wir eine Straße noch hier hin. Und bauen noch 2 weitere Hütten. Eine dort und eine dort. So. Seht, und jetzt werden hier auch wieder Werkzeuge hingeliefert. Und dann kommt der nächste Schritt. Oh, und ich glaube, an der Stelle habe ich beim letzten, also bei meinem eigenen ersten Versuch schon erstmal wieder aufgehört, um euch dann das Spiel später präsentieren zu können. Jetzt geht es darum, dass wir den Leuten Kleider machen. Und hier ist schon eine enorm große Produktionskette gleich wieder gefordert.
Kleidung nötig, um halt die verschiedenen Witterungsbedingungen besser überstehen zu lassen und die Zufriedenheit dadurch aufrechtzuerhalten. Ja, ihr seht schon, das ist anstrengend. Je nachdem, ob Wüste oder Eis, können sie irgendwann Erschöpfung erleiden, brauchen dann Pausen. Das verlangsamt natürlich einfach die gesamten Entwicklung, die gesamte Produktionsdauer, wenn die viele Pausen machen müssen. Wir brauchen also Kleider. Für Kleider müssen wir erstmal Glas herstellen. Und denn Glas ist wichtig für viele Gebäude, die jetzt die weiteren Ressourcen herstellen. Aber um Glas herstellen zu können, brauchen wir Kraftwerke. Also fangen wir erst damit an. Ja, ihr seht also diese Kette, die sich dann da nach und nach immer aufbaut. So, was ist hier los? Hier gibt es irgendwie ein Problem. Nicht genug Arbeiter, keine Bürger. Ach so, wir haben nicht genügend Bürger hier auf unserer Insel derzeit. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall noch ein paar bauen. Wo könnten wir denn mal hier noch so ein bisschen unsere Hütten ausbauen? Das ist ja die Schule. Dann machen wir hier mal irgendwie alles weg. Und gucken, dass wir hier so ein bisschen unsere Hütten hinbauen. Und wir sollen den Strom erforschen. So, wenn wir jetzt aber schauen, Strom, gucken wir mal hier. Auch 40 Rote, das heißt, das machen wir auf jeden Fall hier auf unserer Insel. Lassen wir die Zeit mal wieder weiterlaufen. Derzeit haben wir keine Leute zur Verfügung, die das erledigen können. So. Sehr schön, jetzt können wir auch erstmal das Straßennetz weiter ausbauen. Nach hier und nach hier. Und dann können wir mal noch ein, zwei Hütten vielleicht errichten. Ja, wir könnten die Straße auch noch eins weiter bauen, dann können wir hier noch zwei Hütten hinbauen. Dann machen wir das mal. Dann ist eine Hütte hier nämlich schon wesentlich effizienter. Mit zwei Nachbarn. So, wir sehen ein weiteres Problem. Nahrung und Wasser werden hier knapp. Wir gehen mal auf unsere erste Insel und schauen mal, wie es hier eigentlich so aussieht. Wir haben hier genug Wasser, Nahrung könnte besser laufen. Ich werde jetzt hier einfach mal unsere Nahrung weiter ausbauen, damit wir ein bisschen Nahrung von hier, also Nahrung und Wasser von hier auch nach drüben verschiffen. Das fügen wir gleich in unserer Handelsroute hinzu. Dann werden nicht nur Werkzeuge, sondern auch diese beiden Produktionsmittel dann verschifft. So, Straße. Straße. Dann lassen wir das hier mal so rum. Und jetzt bauen wir hier einfach mal noch. Okay, Kraftwerke können wir jetzt bauen. Dafür brauchen wir. Genau, Kraftwerke können wir bauen. Jetzt können wir als nächstes Glasverarbeitung erforschen. Die braucht jetzt aber grüne und rote Forschung. Das seht ihr gleich. Das heißt, wir müssen erstmal unsere Forschung hin und her transportieren, um auf einer Insel dann auch beide Forschungsmaterialien, Ressourcen zu haben und dort dann die Erforschung tätigen zu können. Also erst einmal gerade aber hier pausieren. Wir beschäftigen uns mal ganz kurz damit, dass wir genügend Ressourcen haben. Was bauen wir denn mal noch? Tee reicht, also brauchen wir erstmal vielleicht noch mehr Kartoffelfelder. Machen wir mal zwei Stück noch und fügen dann unserer Handelsroute, die wir hier haben, noch eine Ressource hinzu. Das geht ganz einfach hier über diese Plus-Buttons. Ihr seht es selbst. Wir möchten jetzt, dass auf jeden Fall noch Kartoffeln transportiert werden
von Insel 1 auf Insel 2. Das ist richtig. Und zwar so, dass die Zielmenge hier 20 ist. Doch, das finde ich in Ordnung. Das sollten wir versuchen, konstant zu halten. Ebenso möchten wir Wasser auf jeden Fall auf unserer Hauptinsel haben, sodass die Zahl dort 20 ist. Und wir möchten auf unsere Nebeninsel jetzt, oder wir könnten natürlich auch von dieser Insel nach hier hin holen. Weiß gar nicht, ob das wichtig ist, wo wir das jetzt gleich erforschen. Sonst bringen wir einfach mal 20 Ressourcen hier rüber. Zielmenge 20. Wir möchten immer 20 rote hier hinten jetzt erstmal haben. Dann kann er 20 grüne hier hinten haben, dann kann er das auch mal mit transportieren. So, lassen wir die Zeit hier mal weiterlaufen. Das Schiff wird beladen. 30 passt maximal drauf. Wird jetzt Forschung, Wasser und Kartoffeln erstmal geliefert. Scheinbar ist es unerheblich, sagt ja hier auch, 20 grüne oder rote Forschung soll auf irgendeiner Insel sein. Wir gehen mal hier hin. Okay, jetzt, wo das geklärt ist, können wir endlich die Glasverarbeitung erforschen, um ein Glas herzustellen. Die Glasverarbeitung, 20 rot, 20 grün. Okay, noch ist es nicht so weit. Jetzt ist es soweit. Wir erforschen Glasverarbeitung. Wunderbar. Danach bauen wir eine Sandmine, dann bauen wir eine Glashütte, dann bauen wir ein Holzkraftwerk auf meiner neuen Insel. Also hier. Eine Sandmine und eine Glashütte. Ich bin mal gespannt, wo man das gleich errichten soll. Obstplantage können wir jetzt auch noch errichten. Interessant. Neue Forschung ist auch wieder verfügbar. Okay. Was machen wir denn hier? Hier sieht es ja eigentlich ganz vernünftig aus. Kartoffeln wachsen, das, das, das. Dann denke ich, wir können hier eventuell mal noch weiter für Nahrungsproduktion sorgen. Die Straße hier noch weiter ausbauen. So, und dann können wir mal noch schauen, dass wir hier vielleicht noch okay, hier ist nicht genügend Fruchtbarkeit für Obst gesehen, aber für Gemüse. Dann bauen wir mal noch zwei Obstplantagen an und könnten eigentlich unserer Handelsroute auch noch einen weiteren Punkt hinzufügen, nämlich Obstplantagen, Insel, Zielmenge 20. Wir können hier, glaube ich, aber doch ruhig auch mal versuchen zu erhöhen. Aber, ja, ich glaube, wir lassen es erstmal. Weil wir werden wahrscheinlich auch gleich noch Obstplantagen hier drüben bauen. So. Jetzt können wir weitere Ressourcen, Lebensqualität. Was ist das? Ein Marktplatz. Okay. Ja, aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen Glashütte, Sand hier bei den Rohmaterialien. Hier wird feiner Sand zur Herstellung von Glas abgebaut. Muss auf einer Wüstenkachel gebaut werden. Ja, das war mir schon fast klar. Ich denke, unsere Wüstenkacheln, die gehen wir mal nach hier oben, dann unsere Sandminen bauen. Also eine Straße. Können wir hier überhaupt hin? Nein, weil der Wald dann da wahrscheinlich jetzt im Weg ist. Das heißt, wir müssen andere Wüstenkacheln nehmen. Dann gehen wir doch hier lang. Geht's nicht, genau. Dann bauen wir uns mal hier rein.
Mal ein Stück weiter noch. So. Und dann bauen wir hier mal eine Sandmine hin. Boni für 3 Sandkacheln. Erhöht sich hier die Produktivität. Als nächstes eine Glashütte. Das haben wir schon gesehen hier. Weiterverarbeitende? Nee, das war es nicht. Doch, da war es. Weiterverarbeitende. Glashütte. Brauchen wir Stein und Holz. Glashütte produziert auch Verschmutzung, richtig? Jawohl. Ein Holzkraftwerk sollen wir auch errichten auf unserer neuen Insel vor allem. Das können wir ja eigentlich auch schon mal sagen. Holzkraftwerk. Was benötigt das denn? Verbrennt Holz, um Strom zu erzeugen. Und das ist, okay, dieser Bereich, der hier jetzt dann angezeigt wird, ist der. Ja, machen wir mal so in diesem Bereich hier. Holzkraftwerk, Glashütte. Auch hier. So, da haben wir so eine Endproduktionskette. Was brauchen wir hier noch? Steine, okay. Sollten wir vielleicht doch mal auch schauen, dass wir hier Steine produzieren. Ich möchte wirklich nicht alle Ressourcen hin und her schiffen müssen. Wie machen wir das am geschicktesten? Da ist ja auch irgendwas. Warte mal, dann machen wir hier. Hier den Weg hoch. Und bauen dann dort den Aufzug. Hier dann eine Straße und dann können wir hier für Eisen und hier für Steine. Jetzt nur noch Steine herum. Und sobald hier die Mine fertig ist, kann es dann damit losgehen. Wasser- und Nahrungsversorgung ist stabil. Hier scheint es soweit auch alles stabil zu sein. Ja, mehr als genug Wasser, mehr als genug Nahrung. So haben wir derzeit also nur so ein Problem. Hier sind wir am Limit unserer Bürger angekommen. Okay, dann können wir ruhig mal hier noch schauen, dass wir noch eine Hütte bauen. Hier hin. Hier auch noch. So, die Gebäude sind auch fertig. Jetzt können wir Glas herstellen und dadurch können wir fortgeschrittene Gebäude bauen. Also weiter das Ziel: Kleidung für Bürger hier. Wir erforschen jetzt erstmal Kleidung. Was brauchen wir, um Kleidung zu erforschen? Hier müssen wir hin. Das benötigt nur rote. Die benötigen aber auch zwei Forschungen, nämlich Glasverarbeitung und Häuserbau. Dann bauen wir als nächstes die forschen wir als nächstes die Häuser. Für Häuser brauchte man Schulen und Transport. Das hatten wir schon erledigt. Und danach erforschen wir dann hier die Kleidung. Das können wir scheinbar einfach so in der Kette auch anklicken, dass das weiter erforscht wird. In der Zeit können wir vielleicht auch schon mal einfach gucken, was wir hier noch erforschen können. Brücken. Das ist doch auch ganz interessant. Wählen wir einfach mal aus. Andere Forschungen sind noch gesperrt. Vielleicht können wir aber hier auch mal ruhig unterstützen, indem wir
einen Brunnen bauen. Und Wasser wird hier natürlich wahrscheinlich sehr schnell mal knapp. Baumwollfelder und Webereien und Schneidereien. Wir müssen mal schauen. Hier wird Sand. Können wir Wald, Tee, Brücken, Markt. Okay, wahrscheinlich wird das erst alles freigeschaltet, sobald wir die Kleidung auch erforscht haben. Gut, dann lassen wir die Zeit einfach. Also jetzt aber. Und Häuser sind auch weiter erforscht worden. Okay. Wo haben wir denn jetzt? Ah, durch Hausbau können wir jetzt Häuser, Hütten zu Häusern entwickeln. Das ist doch auch schon mal ganz nett. Oder direkt Häuser bauen. Wir sollen 4 Baumwollfelder. Ach nee, hier ist noch gar nicht so weit, sehe ich gerade. Nur Schulen sind wohl fertig geworden. Ah, weiter, lassen wir die Zeit weiter laufen hier. Okay. Was wollten wir? Ja, wir wollten hier schon mal eine Straße bauen. Hier sind diese fruchtbaren Gebiete, die wir ja dann auch wahrscheinlich benötigen. So, Kleidung abgeschlossen. Jetzt sollten wir mal schauen. Tatsache. So, Baumwolle anbauen. Müssen wir mal schauen. Hier können wir Baumwolle anbauen. Können wir das auf unserer Hauptinsel auch? Eventuell würde ich das ganz gerne auf unserer Hauptinsel auch machen. Das können wir auch auf unserer Hauptinsel. Schneiden wir auf jeden Fall fertig. 4 Baumwollfelder brauchen wir dafür. Die setze ich jetzt mal eins hier. Dann machen wir hier Platz. Und dann bauen wir hier noch eine Straße runter. Und dann reißen wir hier mal noch was ab. So. Okay, hier muss jetzt erst eine Straße hin, dann können wir dort noch das letzte Feld setzen. Machen wir mal so. Letztes Baumwollfeld. Hier. Wir haben Baumwolle produziert. Sehr schön. Jetzt brauchen wir 2 Webereien. Ich hätte mal gesagt, wir setzen eine hier hin. Das ist ja dann wahrscheinlich dann hier. Nein, ist es gar nicht. Hm. Webereien, Webereien, Webereien. Bin ich jetzt blind? Ach, hier. Lebensqualität. Ah, okay. Weberei, Schneiderei. 2 Webereien. Eine hier, eine da. Schneiderei setzen wir nach hier. Oh, die braucht 2 Felder, sehe ich gerade, oder? Nein, braucht sie gar nicht. Okay, nee, dann können wir sie ja hier hinsetzen eigentlich. So. Mal gucken. Und dann können wir hier doch eigentlich mal die ersten Häuser upgraden. War das jetzt schon richtig gesagt? Ja, so. Müssen wir drauf. Wenn ein Gebäude verbessert wird, Abriss weg, zerstört werden, dann muss ich das abbrechen. Ah, okay. 2 Bewohner sind dadurch mehr hier. Wir sind aber immer noch irgendwie so am Limit.
was unsere Beschäftigtenzahl angeht. Das heißt, wir bauen mal noch ein weiteres Haus aus. Auch das können wir noch ausbauen. Und das verbessern wir auch noch. Und in der Zwischenzeit sitzen die dann auch so ein bisschen auf der Straße scheinbar. Ja. Das reguliert sich dann jetzt aber auch schon. Ne? Okay, die hätten gern ein Luxusgut. Das wird hier direkt schon angezeigt. Interessant. Hier sind derzeit keine Bürger, hier ist aber auch keine Forschung, die betrieben werden soll. Hier wird auch nichts gesagt von weiteren Forschungen. Ah, okay. Wir haben alles an rote Forschung entdeckt, die es zu entdecken gilt. Hier brauchen wir jetzt Glas. Also müssen wir natürlich unserer Insel noch hinzufügen, unserer Handelsroute noch hinzufügen, dass Glas von hier transportiert wird. Glas, und zwar so, dass eine Zielmenge von 20 hier immer sein soll. Finde ich eigentlich ganz vernünftigen Wert. Und Früchte, so dass hier ein Wert von 40 ist. Denn da, wir werden jetzt drüben auch noch anfangen, eine Obstplantage mal zu errichten. Auch wenn das im Tutorial noch nicht vorgegeben wird, aber wir haben ja jetzt gerade auch noch ein bisschen Möglichkeiten. Das reißen wir mal noch ab. Dann bauen wir hier noch eine weitere Obstplantage hin. Und dann können wir hier eigentlich auch mal Häuser upgraden, um mehr Arbeitskräfte zu haben. Denn da mangelt es uns schon langsam. Wie ich hier sehe, genau, keine Bürger. Wir brauchen also auf jeden Fall auch mehr Arbeitskräfte hier auf der Insel. So, jetzt können wir mal hier noch eine Obstplantage noch mit hinsetzen. Nee, können wir gar nicht. Ach, das war noch nicht so schönes Gelände. Wo machen wir das hier hin? So. Und jetzt ist es auch schon soweit. Jetzt ist es an der Zeit, diesen Planeten zu verlassen und endlich das Erbe anzureden, das unsere Vorfahren uns vermacht haben. Irgendwo auf diesem Planeten befindet sich ein zerstörtes Raumschiff, das wir reparieren können. Sieht aus wie so eine Kokosnuss oder so eine Muschel. Es wird allerdings eine Menge Arbeit erfordern und du musst vielleicht neue Dinge erforschen, bevor du die Aufgabe erfüllen kannst. Okay, wir suchen jetzt also das alte zerstörte Raumschiff und reparieren dies. Und dann müssen wir schauen, was wir dafür überhaupt erforschen müssen. Unsere Hauptinsel war es nicht. Nee. Und auf unserer zweiten Insel, die wir hier entdeckt haben, ist es zumindest auch nicht. Okay. Na gut. Das heißt, wir müssten hier irgendwo rumreisen und noch ein Raumschiff suchen. Vielleicht bauen wir dafür mal gerade. Ich würde das Spiel gar nicht mehr so. Also bis diesen Punkt müssen wir heute, also müssen wir hier in diesem Tutorial gar nicht mehr ausführen. Aber ich würde zumindest einmal das Schiff noch entdecken. Ich glaube, dazu wählen wir einfach mal hier noch, dass wir ein Erkundungsschiff bauen möchten. Ihr seht, immer mehr Probleme treten auf. Nicht genügend Arbeiter. Wir brauchen hier einfach schon wesentlich mehr Arbeitskräfte mittlerweile. Ja, aber dafür brauchen wir schon, für die Häuser müssen wir schon wieder was Neues entdecken. Dann bauen wir mal als nächstes hier diese Häuser aus. Hier haben wir auch noch ein Haus, das können wir auch noch mal verbessern. Erstmals Kleidung entwickelt, sehr schön. Mal hier eigentlich auf die Handelsroute auch noch Kleidung hinzufügen. Was haben wir denn hier? Gute Stoffe, Kleidung, gute Kleidung. Okay, Kleidung soll noch mit transportiert werden, und zwar so, dass auf der Hauptinsel immer, ich sag mal so, 10 Kleidungsstücke sind. Gucken wir mal, wie das so läuft.
Ja, Glas ist hier mittlerweile ja angetroffen, deswegen wird Kleidung produziert. Und da haben wir schon unser Schiff. Dieses Schiff befindet sich nicht neben einer erkundbaren Insel. Icarus schwimmt auf dem Wasser und freut sich über das Leben. So heißt jetzt unser Schiff hier. Können wir dem irgendwie so einen automatischen Suchenbefehl geben? Nee, leider nicht. Okay, ja gut, dann reisen wir mal hier so ein bisschen rum. Während wir die Zeit einfach laufen lassen. Oh, jetzt haben wir unser Schiff abgewählt. Genau, wir müssen ja mit links klippen. Wir segeln mal so umher. Und gucken, was wir... Dass wir unseren Globus zumindest mal noch völlig entdecken. Nordpol oder Südpol, je nachdem. Aber auch nur so eine kleine Berginsel. Also Schiffswracks. Ah, hier haben wir auch nochmal. Was ist das? Hier, da ist es. Da ist das Raumschiff. Wir haben es entdeckt, eine Überbleibsel aus vergangener Zeit. Wenn die Bürger dieses Raumschiff untersucht haben, denken, dass sie es mit genügend Zeit reparieren können. Bald wirst du den Sternen zu den Sternen fahren, die alte Zivilisation, so wie es die alten Zivilisationen einst getan haben. Okay. Ja, also, ah, und dann können wir hier auch sagen, erkunden und dann wird die gesamte Insel aufgeht. Oh mein Gott, das ist ja auch ein Riesending. Ach nein, das reicht schon. Wir haben gesagt, erkunden und jetzt ist dieses Schiff rumgereist und hat scheinbar alles erkundet. Ach, wunderbar. Mehr gab es schon gar nicht. Drei große Inseln, ein Süd- und ein Nordpol, das war der gesamte Planet. Eine Insel gibt es ja jetzt noch. Unbekannte Ressourcen. Das heißt, hier werden eine Menge Ressourcen benötigt, die wir noch gar nicht mal entwickelt haben. Also es wird noch eine ganze Weile theoretisch im Tutorial dauern, bis man dann es auch vollends abgeschlossen hat. Na gut, haben wir aber eigentlich alles gesehen, was wir sehen wollten. Wir sehen, hier steigt langsam die Unzufriedenheit wegen der Verschmutzung, sorgt für eine saubere Produktion, um ihre Stimmung zu verbessern. Das könnte man erreichen, wodurch? Indem man es verbessert. Aber dafür müsste man auch wieder neue Forschungen haben. Und ihr seht selbst, das geht noch sehr weit voran. Hier sind noch einige Forschungen, die wir jetzt nach und nach entwickeln müssten, um Zufriedenheit und weitere Produktionsgüter zu entdecken. Also mir macht es Spaß auf jeden Fall. Und ich denke, wenn jetzt nichts dagegen spricht, werden wir hier mal ein Let's Play mit einem neuen Spielstand starten. Für unser Let's Play reicht es hier, für unser Tutorial, für unser Angespielt reicht es aber auf jeden Fall. Wenn ihr Anmerkungen habt, auch schon fleißig, bevor wir lief, angespielt habt und ansonsten irgendwelche Anmerkungen anbringen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Schreibt immer fleißig in die Kommentare und verfolgt auch weiterhin meinen Kanal oder meine anderen Plattformen, die ich habe. Und ja, dann würde ich mich erstmal hier bedanken an der Stelle und sagen, wir sehen uns also im Let's Play Projekt für Before We Leave und bis zum nächsten Mal dann. Euer Syrakus.